Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. In der letzten Folge, da haben wir endlich das Tycoon-Level erreicht, alle unsere Schulden bezahlt. Wir haben einen schönen Park hinterlassen und ich würde sagen, der nächste Park wird hoffentlich mindestens genauso schön. Und ja, ich würde sagen, wir zögern auch gar nicht lange. Wir fangen an mit Goldrausch. Jetzt ist Ihre Gelegenheit, um Geld zu machen. Nutzen Sie dieses instabile, verlassene Bergbaugebiet, um dort niedrige Achterbahnen aufzubauen. Mit der Zeit müssen Ihre Bahnen für Adrenalinschübe sorgen, um die geringe Höhe auszugleichen und somit für hohe Besucherzahlen zu sorgen. Das klingt auf jeden Fall viel spannender. Und ich würde sagen, mal schauen, ob wir das schaffen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, let's go! Schöner Ladebildschirm. Ressourcen laden, was auch immer der da laden muss, stundenlang. Aber gut, es geht relativ flott, das freut mich immer. So, ich bin echt mal gespannt, was uns erwartet. Wir haben ja zugegebenermaßen doch schon relativ lange gebraucht, um den Tycoon-Level im vorigen Park zu erlangen. Aber ich finde, das macht das Ganze auch irgendwie spannend. Das soll nämlich, Rollercoaster Tycoon 3 soll nämlich nicht einfach nur so ein kleines Projekt von mir werden, sondern schon ein größeres Projekt werden. Wir werden alle Herausforderungen durchspielen. Wir werden dann wahrscheinlich auch die Erweiterungsherausforderungen anschauen und die auch dann meistern. Ja, von daher wird es ganz spannend. So, das habe ich ja eben vorgelesen. Wir haben jetzt mehrere Aufgaben. Mindesterregung 3. Zwei Bahnen. Was? Ach, wir brauchen Mindesterregung 3 bei zwei Bahnen. Mindestlänge von 1000,6. Oh. Jetzt müssen wir auch noch genau so eine bestimmte Länge haben. Und gesamte monatliche Bahneinnahmen 300 Euro. Ui. Ich will auch nicht hier rein nutzen. Wow. Oh, das wird auf jeden Fall was anderes. Das wird mal was ganz anderes. So, wir haben 11.000. Wir haben knapp 12.000. Das finde ich cool. Wir haben viel. Eintrittspreis können wir mal wieder nicht ändern. Schade. So, und so wie es aussieht, wird es aber auch hier nicht regnen. Denn es sieht hier ziemlich trocken aus, aber ziemlich cool zugegebenermaßen. Wir haben, naja, nicht so ganz viel Baufläche. Wir haben hier ziemlich viel Platz. Hier geht es ziemlich stark runter. Wir haben hier unnötige Zäune, die müssen wir wahrscheinlich abreißen. Oder können wir die abreißen? Ja, kann man abreißen. Ja, wir haben hier so Art Western-Stil, ne? Eigentlich gar nicht so meins. Aber mal schauen, ich denke, wir werden das dann irgendwie meistern. Was sind das hier eigentlich für Läden? Das ist nur Dekoration, ne? Ja, das ist Dekoration, okay. Cool. Naja gut, ist auch mal was anderes, ne? Hier diese ganzen Teile, das finde ich aber ziemlich cool an Rollercoaster Tycoon 3. Diese ganzen Animationen, was man da hinbauen kann, Dekoration. Also wenn man hier wirklich viel Liebe in seinen Park steckt, da hat man wirklich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, hier irgendwie was zu machen. Ich habe da meistens eher nicht so die Geduld und bin da auch nicht so jemand, der da so ein Auge dafür hat, wie es so schön heißt. Nun ja, das ist alles geschlossen. Warum? Dynamitgefahr. Da gehen auch die ersten Leute rein, das finde ich ja cool. Direkt auf, geöffnet und dann gehen sie alle rein. Wir haben Mindesterregung 3, was auch immer das bedeuten mag. Wir haben hier hinten alles geschlossen. Was soll der Blödsinn? Sorry, aber was ist das hier überhaupt? Das. Hallo. Geschlossen? Wo geht's denn überhaupt da rein? Das ist hier. Eingenistet, ach so, dekoriert. Okay, cool. Mindesteinnahmen, das heißt, wir müssen hier unbedingt. 6,50! Gut, wenn das standardmäßig so eingestellt ist, dann will ich das mal kurz so lassen. 2 Euro, okay. Also wenn hier Leute reingehen, dann sind die aber echt krank. Oh, ich glaube, das ist auch viel zu teuer. Scheint zumindest so. Die gehen alle weg. Wollen die warten, das kann auch sein. Was macht der? Trifft sich mit einer Gruppe, was machen die? Wandern. Okay, also da geht auf jeden Fall noch keiner hin. Doch, geht zur Minenmission. Okay, dann fahren wir direkt mal mit. Das würde ich mir mal geben, was auch immer das ist. Geringe Reibung natürlich. So.
Liftkette machen wir mal schneller. Was zur Hölle? 12 mph. Ui. Oder km/h, ich hab's gar nicht gesehen. Ach, coole Musik. Nice. Nice, okay, das geht auf jeden Fall ziemlich schnell hoch. Ich habe es auch so eingestellt. Ich finde es immer besser. Da hat er auch viel mehr Schwung. Wow, scheiße. Wow, 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 wow. Ach, du Heiliger. Oh, so eine ähnliche bin ich mal in echt gefahren. Wow. Jetzt kommen richtige Erinnerungen hoch. Genauso eine, da saßen wir auch in so einer Art Zug. Boah, nur, dass die hier um einiges krasser ist. Wow. Die geht echt mal richtig ab. Ach du Scheiße. Boah, zum Glück musste ich die in echt nicht fahren. Hui. Okay, und das war's aber dann schon. Okay, sie ist ganz in Ordnung. Zwar auch wieder relativ kurz, aber das ist auf jeden Fall wert. Aber 6,50, boah, das ist echt. Das sind ja richtige Hammerpreise. Na gut. Wenn das so eingestellt ist, ich will da nichts ändern. Oh, es kruckelt wieder hier so alles. So, warum sind die denn alle geschlossen? So, was ist das hier? Das ist keine Attraktion. Ach nee, das ist. Ach so, ein Minenschacht. Okay, cool. Ach ja, diese Animation, die kenne ich noch von damals. Jetzt wird es ausgeschüttet, glaube ich. Genau. Das meine ich halt mit diesen liebevollen Animationen. Das ist richtig cool. Nein. Bitte sagt mir, dass das jetzt. Ach du Scheiße. Jetzt wollen wir kurz Standkamera. Guckt euch mal bitte das an. Pff, da bist du doch tot, oder? Ach du Scheiße. Also wer sowas überlebt, gut ab. Sage ich ja bei vielen Bahnen, aber ach du Scheiße. Na gut. So, wir gucken erstmal. Aber am Anfang sind die ganzen Leute noch nicht hungrig. Deswegen, ich baue jetzt erstmal noch nichts hier hin. Ich gucke erstmal, dass wir hier so eine Achterbahn bauen. Und zwar eine, die hier so, Minenachterbahn haben wir schon, Mini-Achterbahn, rotierende Wilde. Ach, das passt eigentlich alles nicht so zu Dings, ne? Ich würde eigentlich schon was in dem Stil bauen. Gigabahn, nee, das ist dann schon zu, vielleicht sowas. Oder so eine Mini-Achter, nee. Mal gucken, was haben wir hier für ein Design? Lebensmüde, schade eigentlich. Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. So, ich guck gerade mal. Wir haben ja genügend Geld. So, ich schau mal. Wir starten. Boah, ich will hier aber nicht alles wieder verschwenden. Ich bin ja immer so. Na gut, ich guck einfach mal. Ich guck mal. So. Fang mal hier an. So, hier. Zack. So. Wir machen keine allzu lange Station, also das reicht. Oh, wir können hier so viel. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Drehung. Ach du Scheiße. Oh Gott, mir wird jetzt schon schlecht. So, pass mal auf. Wir machen Folgendes. Es geht direkt am Anfang richtig steil hoch. Das geht nicht. Verdammte Scheiße. Gut, es geht am Anfang normal hoch. Okay, das ist kein Problem. No problem. Wie ich immer so schön sage. No problem. Das ist kein Problem. Es geht so steil hoch. Da werden die Leute das vergessen. Okay, so steil ist es eigentlich gar nicht mal. Das war zu weit, ne? Mal schauen. Oh Gott, große Übernahme. Ach du Scheiße, bitte nicht. Umgekehrte, was? Umgekehrte große Schraube. Oh, ich glaube nicht, dass es geht. Schade eigentlich. Gut, dann werden wir das so machen. Kann ich das so runter machen und dann. Irgendwie so, ne? Ne, warte mal, so? Ne, so. So. Zack. Ne, stopp mal, hallo. Hallo. So. Nein! Ah. Okay, pass mal auf, so. Nein, geht immer noch nicht. Okay, warte mal, dann machen wir so. Wir machen es so. Zack, wir könnten es theoretisch auch so machen. Oder so. Ne, wir machen es mal so. Okay, so, und jetzt machen wir so. Ach du Scheiße, nein, das ist so krank. Ich weiß nicht, ob das geht. Es wird wahrscheinlich. Ach du Scheiße, nein. Oh Junge, ihr glaubt ja nicht, wie. Ach du Scheiße.
Zum Glück bin ich da nicht drin, ey. Boah, ich würde ja da. Ich würde den Schrei meines Lebens haben, ey. So, gut. Ich sag so oft, ey, das hört sich ja ekelhaft an. So, pass mal auf, wir machen Folgendes jetzt. Große übergeneigte Kurve, nein, können wir nicht. Das wird nicht gehen, das wird nie und nimmer. Ich versuch's trotzdem mal, weil das einfach. Oder wir machen es so. Ja, das wird schon eher passen. Was? Okay, ah, cool. So, pass mal auf, wir machen jetzt. So, wir gehen hoch. Jetzt werden wir wieder hochgezogen. Wir machen das mal wieder hochziehen, hochziehen, hochziehen. Wie geil. Also du kannst echt schon, man kann echt schon richtig geile Sachen damit machen. Das muss man mal sagen. Und das soll ja auch richtig lang sein. Dafür verlangen wir auch mal wie 5 € Eintritt oder so. Das wird richtig krass. Wieso konnten wir jetzt hier eigentlich keine Schleife machen? Na gut, wir machen mal. Ach nee, ups. Guck mal, wir machen das mal weg. So, zack. So, Schleife. Was? Och. Okay. Es geht trotzdem nicht, ne? Schleife. Scheiße. Okay, pass mal auf. Wir machen Folgendes. Zack. Was habe ich jetzt gemacht? Ach du Heiliger. Nein, 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 nein. Oh, wow. Jungs, wenn das klappt. Oh, scheiße. Stellt. Nein, wenn. Die Leute. Ach du. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, ob die Leute dann weggefällt. Eigentlich müsste es gehen. Okay, pass auf. Jetzt machen wir den Rest. Ach du Scheiße. Leute, wenn das geht, wenn das hier geht, es ist so eine krasse Bahn. Wenn das geht. Ach du Scheiße. Boah. Ups, das war die falsche Seite. So, zack, warte mal, stopp. Hallo. So. Machen wir das mal hier hin. So. Was haben wir denn hier für Boden? Da ist er doch. Zack. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber gut. Oh, geil. Wir haben den Boden. Nice. Zack. Okay, perfekt. Cool. Und dann machen wir es direkt mal so. Wir machen so, so, so. So. Das ist perfekt. Haben wir eine riesige Warteschleife, denn so eine Warteschlange. Warteschlangenbereich. Jetzt klatschen wir mal schön den Preis auf 5,50. Und jetzt testen wir erstmal, ne? Ganz kurz erstmal. Geringe Reibung. Liftkette so viel wie es geht. Also toll. 12 mph. Anzahl der Züge 1. Gehen 7? Nein, 7 gehen nicht. Schade. 2 geht auch nicht. Vielleicht sollten wir, warte mal. 4? Können wir davon. Nee, ne? Schade, geht nicht. Okay, wir müssen dann halt 6 Stück machen. Kann ich erstmal mit leben? Ich bin gespannt. Ach du Scheiße. Seid ihr bereit? Es geht los. Oh, ich bin echt gespannt, ob das hier überhaupt geht, weil hier, ob wir wirklich so viel Schwung haben, dass wir da komplett hochgehen können. Boah, es sieht richtig krass aus, wenn du jetzt hier diesen Knick da siehst. Wow. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ach du Scheiße, nein, du fährst auf den Kopf. Scheiße. Wow, okay, es geht, man hat noch richtig viel Speed. Ach du Scheiße, ich bin gerade selber mitgewippt, weil ich ja so Schiss hatte. Wir können uns hier die Dinger sparen fast. Erst hier am Ende. Okay, muss ich mir merken, das kann ich gleich nochmal aus abrüsten. Zack. Wow. Ach du. Nein. Wow, Scheiße. Das ist ja so krank, du. Ach du Scheiße, über die Köpfe von den Leuten. Boah, also ich habe da echt mitgefühlt. Oh. Nein, dein Ernst? 925 Euro, wie viel Geld haben wir denn bitte ausgegeben? Das habe ich ja überhaupt nicht beachtet.
Ich dachte, wir haben so viel Geld und dann... Ach du Scheiße, sorry. Also darauf habe ich jetzt überhaupt... Oh oh. Ich hoffe, das wird jetzt kein Problem. 912 Euro? Es sinkt kontinuierlich. Oh oh. Ich glaube, irgendwas machen wir falsch. Scheiße. Na gut, so, pass mal auf. Er muss irgendwo hier angerast kommen. Zack, komm. 974, gut, wir kriegen doch was. Ach du, wie krank das aussieht. Ich will echt gucken, ob da nicht irgendwie Leute mitgezogen werden. Boah, wie krank das aussieht. Nee, passiert nichts. Boah, geil, aber es ist richtig knapp. Okay, so, pass mal auf. So, wir machen nämlich hier, das kostet nämlich alles Geld. So, zack, machen wir weg. Brauchen wir alles nicht. So, kriegen wir immer Geld zurück. So kann man auch Geld verdienen. Oder auch nicht. So, weh, das Ding bleibt jetzt irgendwo stecken. So. Vielleicht kommt auch irgendwo das Ding, wo ich die Kette schon abgemacht habe. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich das dann noch... Ja, da ist er. So, und ich glaube, bis hier. So, jetzt nicht weiter. Ich gucke jetzt, wir fahren jetzt einfach mal, zack. Wir fahren mal wieder mit. Mal schauen, was passiert. Oh, also die ist echt richtig, richtig krank. Wird der hier so hart runtergeschleudert. Allein das jetzt schon. Boah. Krank. So. Was passiert? Oh, 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 oh. Boah, Glück gehabt. Gerade so. Jetzt geht's runter. Boah, krank. Die ganze Leute mit den Luftballons und da hat noch schon jemand hingereiert. Boah. Alter. Okay, Zeit, dass wir es eröffnen. Ich würde sagen, wir machen mal 6 Euro. Das ist ja so hart. Und ich glaube, ich will die... Soll ich sie nennen? Aber er fliegt ja fast wie in so einem Himmel runter. Skyfall, ne? Legend of Skyfall ist noch nicht, das geht bestimmt noch richtig krass, also richtig krank krass, aber wir haben dafür einfach nur momentan noch nicht die Kapazitäten. Müssen wir irgendwann mal einen Park machen. Skyfall. Boah. Mal schauen, ob da schon erst Leute hingehen. Hier. Ich guck gerade mal, ob die Leute wirklich darüber was denken. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, da stehen nicht so viele Leute an. Aber die denken auch nichts darüber, dann lasse ich das mal bei 6,50. Quadbike, oh nice, die Quadbikes wieder aus der letzten Herausforderung. Hier stehen viele Leute an. Was macht das Zeug hier unten? Gut, da sind so ein paar. Naja. Ich denke, vielleicht könnten wir hier unten die Dinger machen. Die Essensstände. Oh, cool. Das ist doch mal nein. Ist es falsch rum? Yay. Yeah. Umsonst hingebaut. Yay. Wie viel Verlust haben wir jetzt gemacht? Ach, wir haben alles zurückbekommen. Cool. So, bauen wir mal schon mal eins hin. Ah. Auch wenn es wahrscheinlich am Anfang jetzt noch nicht so viel bringt. Aber gut, ich sorge einfach schon mal dafür. Steakhouse. Also wir haben natürlich hier ganz andere Attraktionen. Deswegen jeder neue Park, jede neue Herausforderung ist was ganz anderes. Erstens natürlich die Attraktion, die Aufgaben, die wir meistern müssen, aber dann auch sowas. Aber ich denke, die haben alle noch keinen Hunger und keinen Durst. Aber gut, dann haben wir schon mal ein bisschen vorgesorgt. Boah, und die Leute, boah, denen ist ja richtig schlecht. Und wenn die hier anstehen... Und da kommen die ersten Kunden, da fahren die schon die ersten mit. Ich würde sagen, wir fahren mal mit. Da stimmt der Preis, okay. Sind Leute da mit? Jawohl. Es geht los.